Ja Leute, grüßt euch wieder bei Meinex oder eher gesagt bei YouTube im Kanal von Meinex. Ja, schaut euch um. Es ist richtig geiles Wetter. Da konnte ich nicht anders. Da musste ich einfach mal nach draußen mit den Online-News. Das heißt, es ist auch wieder Wochenende. Und los geht's direkt mit Angry Birds. Wer kennt es noch, das kleine Handy-Game? Ja, das Ding ist jetzt an die Börse gegangen. Leute, könnt ihr euch noch daran erinnern? Früher hieß es, der Entwickler wollte es eigentlich erst gar nicht online stellen in den App Store. Hat es dann aber doch getan. Hat dann ungefähr pro Tag 50.000 Euro gescheffelt. Und jetzt geht das Game an die Börse. Oder eher gesagt, drumherum wurde jetzt eine Firma aufgebaut. Ja Leute, und was glaubt ihr, mit wie viel die an die Börse gehen? Mit fast 900 Millionen Euro wert. Ja, das ist mal eine Ansage. Da wird aus so einem plötzlich ganz kleinen Game ein Riesenladen. Und jetzt können wir uns wahrscheinlich schon darauf einstellen, da werden richtig fette Spiele folgen. Interessant. Ja, Microsoft sagt den Passwörtern Adieu oder so hat es Microsoft auf jeden Fall vor. Ja, es ist immer noch das Problem, dass viele Passwörter einfach zu einfach sind oder es werden immer die gleichen benutzt. Ja, und Microsoft will da jetzt gegensteuern. Ob das funktioniert, ist eine gute Frage. Und zwar mit Fido 2.0 von Azure Active Directory. Oder manche kennen auch schon, bei Windows 10 kriegt man dann plötzlich beim Starten so eine Meldung, Hello, ja, da können Sie nochmal einen neuen PIN oder sowas eingeben. Ja, Microsoft will da weg. Es soll jetzt zum Beispiel ein USB-Stick benutzt werden oder der sogenannte Fingerscanner oder ein geometrischer Abdruck des Gesichts. Tja, ob sich das durchsetzt, Leute, ich weiß es nicht. Also mein Ding ist es im Moment noch nicht. Ja, Fans von Adblock Plus können wieder aufatmen. Ja, Adblock ist doch wieder übergegangen und sagt jetzt Facebook wieder eine Ansage. Leute, das haben wir wieder im Griff. Ja, die Anzeigen von Facebook werden wieder ausgefiltert. Ja, da hat mal wieder Adblock nachgelegt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was macht Facebook? Man geht davon aus, dass Facebook sofort wieder nachlegen wird, weil das ist hier ein Katz-und-Maus-Spiel und wer da gewinnt, tja, das weiß keiner. Ja, und jetzt sind wir wieder bei den Drohnen, aber nicht bei den ganz normalen Drohnen, Leute. Jetzt habe ich wieder was gelesen, das ist natürlich richtig abgefahren. Der Volocopter, so heißt die Firma, es ist eine deutsche Firma, die hat ein Lufttaxi getestet in Dubai. Ja, wen wundert's, da kann man natürlich auch mal alles ausprobieren. Ja, Leute, das Lufttaxi soll zwei Leute transportieren von A nach B. Dafür sollen extra Stationen eingerichtet werden, wo dann die Taxis landen können. Und das Ding, was getestet worden ist, war nur 8 Minuten in der Luft. Gut, das reicht natürlich noch nicht, um die Leute weit von A nach B zu befördern. Aber abgefahren, dass das schon ausprobiert wird. Und man sagt hier sogar einfach stumpf, 2030 sollen damit schon Menge Leute transportiert werden. Tja, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Aber ein Taxi, was in die Luft geht, geile Sache. Ja, jetzt erwischt es auch mal die Bitcoin-Schürfer oder sagen wir es mal so, die virtuelle Währung. Ja, die Behörden haben jetzt einfach keinen Bock mehr drauf. Jetzt soll doch mal nachgecheckt werden, wer wann wo wie irgendwelche virtuelle Währung von A nach B verschiebt. Und das heißt natürlich, Leute, jetzt wird den Kampf angesagt den Leuten, die natürlich dort Kohle verschieben. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was dabei rumkommt. Auf jeden Fall arbeitet man jetzt am System, um auszuwerten, von wo nach wo die Währung verschoben worden ist und was für ein Geld davon gescheffelt worden ist. Und man will natürlich dann darauf hinaus, dass da auch Steuern drauf bezahlt werden. Tja, ganz so anonym scheint es dann wohl doch nicht mehr zu sein. Ja, und schon wieder ist ein Trojaner im Umlauf und diesmal heißt er Red Boot. Ja, es ist ein Krypto-Trojaner wieder, das heißt, er verschlüsselt wieder die Daten. Aber damit, nein, noch nicht genug. Der haut auch den Master Boot Record kaputt. Das heißt, der schreibt dort irgendeinen Müll rein, dann bootet der ganze PC nicht mehr, die Daten sind verschlüsselt. Ja, damit ist alles hinüber, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich total uncool. Da nützt einem auch kein Wiederherstellungstool oder kein Code von den Hackern. Ja, dann ist das Windows einfach mal komplett klotten und die Dateien alle verschlüsselt. Das ist wieder mal ein Daumen runter. Mann, dass die Leute nicht aufhören mit so einem Kramsch. Die GoPro Fusion nimmt 360-Grad-Videos in 5,2K auf. Ja, die GoPro haut nochmal eine neue Kamera raus, die jetzt auch 5,2K kann. Das ist natürlich eine fette Auflösung. 5280x2640. Ja, da kann man natürlich einiges mit aufnehmen. Aber man muss sich für die Kamera erst noch bewerben. Und ob man dann ausgelost wird und dann eine bekommt, das ist auf einem anderen Blatt. Aber auch die legen noch kräftig was nach, was die Auflösung angeht.
Ja, Sicherheitslücken bei Nvidia-Treibern. Ja, auch die Leute erwischt es jetzt mal. Ja, wir haben ja ganz oft eine Grafikkarte drin, ziehen uns immer schön die neuesten Treiber. Ja, und plötzlich kommt ans Licht, dass, weiß ich nicht, seit längerer Zeit die Treiber so lückenhaft sind, dass sich dort theoretisch ein Hacker einschleichen könnte. Und der übernimmt gerade den Zugriff auf deinen Computer als Admin und könnte dort auch Treiber installieren. Ja, das ist natürlich schon wieder völlig, ja, für ein A. Das muss nicht sein. Ich hoffe, Nvidia bessert da ratzfatz nach, damit sowas nicht mehr passiert. Und jetzt erstmal ein kleines Schlückchen Kaffee. Mann, das Wetter ist echt der Hammer, Leute. Ich glaube, da könnten wir heute auch noch einen kleinen Vlog draußen drehen, weil das müssen wir ausnutzen. Aber dazu später. So, Microsoft. Das Office 2019 erscheint nächstes Jahr, also 2018. Ja, Microsoft schiebt das immer wieder ein Jahr davor. Keine Ahnung, warum man das so macht. Und dass es dann Office 2019 heißt und nicht 2018. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das interessiert uns nicht. Das einzige Interessante an der Geschichte ist, Microsoft rudert wieder ein bisschen zurück. Ihr wisst ja jetzt bei dem jetzigen Office, man muss sich da online registrieren, man muss dort einen Key eingeben. Dann ist das alles halb Cloud-basiert, halb nicht. Ja, viele Leute haben da einfach keinen Bock drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich auch nicht. Ich hasse sowas. Und was ich auch ganz schlimm finde, dass man dort ein Abo abschließen muss, damit man das dann jedes Jahr schön bezahlt. Das finde ich auch völlig uncool. Ja, und da wird wohl angeblich jetzt wieder ein bisschen zurückgerudert. Man soll eine Version installieren können, die direkt nur noch auf deinem Computer läuft und nichts mehr mit der Cloud zu tun hat. Ja, Leute, dann hättet ihr es gleich bei 2010 lassen können. Da ist es nämlich auch so. So. Retro Games, ja, bringt den Brotkasten wieder auf den Markt. Leute, ich hab's mir schon gedacht. Es kommen ja alle Konsolen wieder in der Mini-Variante. Wir haben den NES, wir haben den SNES. Sondern jetzt habe ich gelesen, der Atari bringt seine alte Konsole auch wieder als Mini-Gerät auf den Markt. Ja, und was fehlt noch? Leute, was fehlt? Der C64, jawohl. Er kommt angeblich auch zurück. Daran wird schon entwickelt. Ja, Leute, das Gerät soll um die 80 Euro kosten. Wann es auf den Markt kommt, das weiß ich noch nicht genau. Aber es werden wohl angeblich um die 60 kleinen Games drin sein. Aber wir werden auch wieder einige Spiele vermissen. Und zwar Turok 2 wird nicht dabei sein oder Pirates. Aber dafür andere coole Spiele wie zum Beispiel Winter Games oder Pitstop 2. Ja, oder diese, ich sag mal, diese ganzen Olympia Games, die waren natürlich der Hammer mit dem Joystick, ne? Jeder kann sich noch daran erinnern, wie das war. Ja, aber einen Haken hat das Ding doch, oder einen Haken sagen wir nicht. Es ist eine Tastatur obendrauf, die kann man aber leider nicht benutzen. Das wäre natürlich der Clou gewesen, wenn ich hätte noch die Tastatur auf dem Gerät benutzen können. Aber wie es aussieht oder so, wissen wir auch noch nicht. Aber sie kommt. Und jetzt noch eine Kleinigkeit am Rande, Leute. Dies Wochenende ist Call of Duty 2 am Start. Ja, Leute, wir haben es schon gezockt. Da könnt ihr einfach mal in meinem YouTube-Kanal reingucken. Dort habe ich schon für euch angezockt. Es ist die Beta-Version. Die ist gerade bei Stream frei erhältlich. Also wer Lust hat, könnt ihr euch die heute noch runterladen und einfach eine Runde zocken. Ja, und jetzt heißt es, wir genießen noch ein bisschen die Sonne. Und wir sehen uns, Leute. Wenn ihr Bock habt, lasst mal unten einfach ein Abo da. Und sonst... Bis dann!